ist ja schön. Hallo, ist sich? So ein verdammter Sandsturm. Ja. Artefakte entdeckt. Diese verdammten Sandstürme. Klar, ich nehm's mit den Besten auf. Gut. Nehmt das Fahrzeug und schnappt euch die Beute. Wo ist das denn? Geht. Wer die Artefakte zuerst erreicht, dem gehören sie. Gesetz der Ödländer. Auf geht's. Das ist denn die schwerere Mission vom Artefakte einsammeln. Und ich mag sie nicht. Die erste war schon nervig, aber noch leicht. Die hier ist nervig und nicht leicht. Zumindest habe ich sie nicht als solches in Erinnerung. Naja, wir werden ja sehen, wie nervig das denn wird. Und wie unleicht. Anfangs ist noch alles chillig, aber später, da gibt es dann so ein paar Stellen. Wenn man da einen Fehler macht, dann hat man gleich ganz verschissen und das mag ich nicht. Sowas. So. Die Kurve habe ich gut bekommen, finde ich. So. Hier rum. Ist ja eigentlich auch blöd, dass wir sämtliche Artefakte einfach sammeln müssen. Ich meine, was wollen die mit so viel Schrott? Wow. Da bin ich jetzt ziemlich ins Schlieren geraten. Da kommen dann noch solche Wichskinders an und stören uns bei unserer Arbeit. Amateure, ey. Echt Amateure. So. Vor allen Dingen ist es nervig, wenn sie von vorne ankommen. Wenn sie hinter einem sind, dann kommen sie meistens auch nicht wirklich hinterher. Und wenn sie von vorne einkommen, dann ist... Ja, Dexter, genau mein Reden. So, umdrehen. Da sind Dexter und ich uns mal einer Meinung. Obwohl wir das ja relativ häufig sind. Wow. Gott. Okay. Oh, wow. Oh. So. Hier dieses Artefakt, Schaufel, Dingens, Kirchen. Ja, es ist ein Fachausdruck. Einsammeln. Hier gibt es einen großen Sprung. Ich hoffe, den müssen wir jetzt noch machen. Hey, ich bin zu früh gesprungen. Nein, ich habe es geschafft. Gut, diese Stelle meine ich zum Beispiel. Hätte ich den Sprung jetzt nicht geschafft, dann hätte ich verkackt. So, jetzt bin ich mir absolut nicht sicher. Ist es die Stelle, wo ich denke, die ist es? Nein. Ist es überhaupt nicht. Weil ich hatte... Warum ist der explodiert? Das kann doch nicht angehen. Also nochmal das Ganze. Gut, da muss man also nicht springen. Ich hatte das irgendwie in Erinnerung, dass man mal springen musste. Ich bin mir aber gerade absolut nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist. Also, ne, nagelt mich nicht auf diese Aussage fest. So. Kaputt. Schon zwei Turbos. Die kann man ja vielleicht irgendwann mal einsammeln. Einsetzen. Eingesammelt habe ich sie ja schon. Der springt freundlicherweise über uns drüber und behindert uns dadurch in keinster Weise. Das war auch eine sehr glückliche Lösung des Problems. Oh, je, da bin ich jetzt ziemlich ins Schlittern geraten. So, das eingesammelt. Sehr stylisch. Ja, voll der Styler. Wow, hier. Ja, es ist echt stylisch, gegen Baum zu fahren. Check Wende. Nullpunktwendung, hast du davon schon mal was gehört? So. Hier rüber. Gas geben. Der ist Gott sei Dank auch an uns vorbeigetrudelt. Der hier wollte das nicht unbedingt. So. Wenden. Beziehungsweise scharfe Linkskurve. Diesen Hügel hier raufbrettern. Gut. Hier rum. Oh Gott. Nicht schön. Okay. Das hat jetzt soweit ganz gut geklappt. Oh Gott. Gut, weiter Gas geben. Einfach Gas geben hier. Oh Mann. Ach, danke. Das war jetzt sogar praktisch. So, ich gebe mal ein Turbo aus. Ich hoffe, das war jetzt keine unglücklich gewählte Stelle. Nee, das lief ja ganz gut mit dem Turbo. So, eieiei, um hier. So. Okay. Hier werde ich auch nochmal ein Turbo einsetzen.
Hui! Uhorn! Fliegt nicht so weit. Mist. Dran vorbeige. Wir sind vorbeigerauscht. Das war knapp. Der Tornado war auch schon auf dem Weg. So. Das war komisch, aber okay. Eins sammeln. Ah. Das Trudel. So. Ey. Und das meine ich, diese Dinger, die nerven einfach. Das ist irgendwie keine schöne Schwierigkeit. Ich meine, wenn es zu leicht ist, ist ein Spiel ja auch langweilig. Aber es sollte nicht nervig schwer sein. Das mag ich überhaupt nicht. So. Dort hinten ist das nächste. Noch mehr Schrott. Na, Dexter, sagst du es nochmal? Wäre durchaus angebracht. Oh, wenden. Schöne Erinnerung, hier müssten wir schon zweimal kämpfen. So, Gas. So, noch mehr Gas geben. Wo ist der denn ganz da hinten? Dort oben. So, dort lang. Okay. Yep. Gut, das lief. Das lief noch. Wow. Okay, dort werde ich jetzt Turbo einsetzen. Zu weit? Nein, ich habe es eingesammelt. Gut. Die Rolle war ja auch ganz stylisch soweit. Und daher ziemlich annehmbar. Wow. Bremsen. Gut, das hätten wir. Das ist eingesammelt. Schön. Ich glaube, die schwersten Stellen haben wir hinter uns. Ich hoffe es zumindest. Oh, nee. Oh, komm schon. Das war jetzt unnötig. So. Gut. Da hinter dem Berg ist es. Da sollte man besser nicht über den Berg fahren. Zumindest nicht schnell. Weil dann springt man auch mal ganz gerne über dieses Artefakt hinüber. Das ist richtig fies gesetzt. Pass auf, ich gehe jetzt gleich nach Hause. Anscheinend. Ich habe den Holo-Würfel erhalten. Wozu auch immer der gut ist. Oh nein. Nein. Gas, Jack. Junge, gib Gas. Schon wieder so knapp hier. Das kann auch nicht angehen. Puh. Jack, der Holo-Würfel. Er gehört zu den Dingen, die wir im Wald brauchen. Gut gemacht. Weiter. Jack, hier ist Sig. Ich habe gehört, dass du an Eko-Kristallen interessiert bist. Tja, ich weiß, wo es einen gibt. Doch das wird nicht einfach. Wir haben es nämlich mit jeder Menge Metallschädeln zu tun. Wir treffen uns am Wüstennest der Metallschädel. Ich zähle auf dich. Tja, wir können aber auch zu Demis. Oh Gott, wir gehen zu Demis, da waren wir schon länger nicht mehr. Wir haben jetzt ja auch das Jetpod und das können wir auch in dieser Stadt hier anwenden. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Ach ja, Sparkle City. Ist ja schon etwas länger her, dass wir hier waren. Bam, bam. Halt nicht. Hey, springst du mal? Dankeschön. So. Hier rum und dann stehen wir auch schon bei Demis vor der Haustür. Klopf an, geh rein und sag Hallo. Jetzt brauchen wir schön Fahrstuhlmusik. Leider haben die hier keine Fahrstuhlmusik. So. Hallöchen, Demis. Wie geht's dir, alter Hodigen? Die Leute hier draußen am Leben zu halten, ihre Hoffnung zu bewahren, ist entmutigend. Ich finde, du lebst ganz gut hier. Auch du musst dein Leben ordnen, Jack. Nimm dein Schicksal in die eigenen Hände. Hier, Sand behält von allein keine Form. Doch mit etwas Wasser wird er formbar. So auch mit dem Schicksal, wenn du die richtige Zutat nimmst. Eko. Wir verstehen uns. Die Mönche verkünden das Ende der Welt. Doch ich bin stark. Wir werden überleben, selbst wenn diese Welt stirbt. Sei bereit. Du bist einer meiner besten Krieger und ich brauche dich für das, was noch vor uns liegt. Ich darf dich nicht verlieren, wie meinen Sohn. Deinen Sohn? Vor langer Zeit
Doch der Krieg hat viele Opfer gefordert, sodass andere überleben konnten. Aber das ist nun unwichtig. In letzter Zeit machen uns die Plünderer schwer zu schaffen. Ich will, dass du dir ein Fahrzeug nimmst und ihre Patrouillen aufspürst. Geh nach diesem Krieg zu deinem. Yep, dem ist Markus. Das steht nun ziemlich fest. Und ja, wir müssen zu den Plünderern und die ein bisschen ärgern. Aber... ja, ich denke, das mache ich beim nächsten Mal. Also, ich suche mir jetzt noch einen schönen Punkt, um zu wenden. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo das sein wird. Oder was ich da machen werde. Ich werde euch nämlich einfach mal das Tentakelmonster zeigen, wovon ich ja schon so viel erzählt habe. Das mache ich jetzt auch zum Schluss und dann, ja, ist auf einer Pause. Den Precursor hätte ich aber, denke doch noch ganz gerne. Ist ja ganz schön hier. Na los, Wasser spritzt nochmal. Das finde ich, haben sie richtig schön gemacht. Das gibt voll so ein Urlaubsfeeling. Oh, da ist noch ein Precursor. Oh. Kommen wir da hin? Ja. Gut. Den hole ich mir jetzt auch noch. Mensch. Was soll der Geiz? Schon zwei Precursors. Okay. Tentakelmonster, wir kommen. Und da ist es. Jo. Das ist das Tentakelmonster. Ein süßes kleines Ding. Naja. Das war's dann auch für diese Aufnahme Jack 3. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.